Tito. Willkommen zurück zur zweiten Folge Late in Soul. Ich freue mich schon, wie man sieht. Ja, natürlich wieder mit Harperini oder Harper oder Alan Harper, Justin, wie auch immer. Und nachdem wir in der letzten Folge ja mal das Intro gespielt haben, beziehungsweise das Tutorial, fangen wir jetzt mal... Wo wir eigentlich mehr geschaut haben als gespielt, aber... Genau, waren ja fast 30 Minuten nur Zwischensequenzen. Aber jetzt geht's richtig los, denn ich muss mit Ko Sul-Jun sprechen. Ja, mit dem muss ich auch sprechen. Dadurch, dass ich wieder in die Scheißhütte bin. Gut, aber ich habe keine Zeit für Albernheiten. Hast du deine Quest verloren? Schaff diese Munitionskisten zu Gung Won, bevor wir alle tot sind. Jetzt. Wartet ihr auf eine schriftliche Einladung? Geht! Wir müssen das Bambusdorf vor diesen Marodeuren retten. Na klar, retten wir die Bekloppten. Weil die ja nicht selber kämpfen können. Ich habe bei mir tatsächlich keine Kiste in der Hand. Also ich heb meine Hände so hoch, aber ich habe keine Kiste in der Hand. Ja, läuft. Für einen, der fast gestorben ist, wirkt ihr recht kräftig. Ich bin Profi. Seid ihr nur halb so gut wie der Hauptmann, wärt ihr eine große Hilfe. Dort schon fischt ihr euch aus dem Wasser. Rennt rüber und zeigt ihm eure Dankbarkeit. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Er ist die Ein-Mann-Armee am Strand. Video! Ja, so ist er. Ihr möchtet ihm helfen? Er ist ein großer Krieger, aber etwas Hilfe ist ihm sicher recht. Eure Einstellung gefällt mir. Geht zur Küste und macht euch nützlich. Sun-Jun und Jun sind schon unterwegs und werden euch helfen. Hauptmann Do-Chun ist dort drüben. Helft ihm. Ja. Alter, was ist denn das für ein Riese, Alter? Ach, du Scheiße! Also... Ach, du Kacke. Wir sind wortwörtlich ein Stand... Für ihn ja. Ist das egal? Ah ne, wir müssen jetzt wieder runter. Wo ist er hin? Ach da. Ey, ich hab dich doch gerade getötet, warum lebst du schon wieder? Also dadurch, dass wir zusammen sind, ist das gut. Also dadurch, dass wir die Mission auch zusammen machen. Hm. Wenn ich wüsste, wo du bist. Ach da, ich stehe hinter dir. Also werden ja die ganzen Missionsdinger auf uns beide aufgeteilt. Mhm. Und trotzdem kriegen wir die gleich viel EP. Er ist bewusstlos. Ja? Ein Glück, dass ihr vorbeikamt. Guak Chil ist ein guter Junge. Er verdankt euch sein Leben. Ich bin nur diese ganzen Hinweise auf dem Bildschirm jetzt schon nervig. Wartet! Ihr seid der, den Do-Chun gerettet hat. Unglaublich, dass ihr noch stehen könnt. Eine Wunde wie eure habe ich noch nie gesehen. Fast... Do-Chun nannte es mal das Mal der Schwarzrose. Er dachte, ihr würdet nie mehr aufwachen. Der Riese ist schon wieder bei uns. Ruht euch aus und sprecht dann mit ihm. Die schwarze Ramme hat sich vorerst zurückgezogen. Und ich kann mich um die Verletzten kümmern. Die kommen aber wieder. Geht zurück ins Haus der Heilung, wo ihr erwacht seid. Ich hole Do-Chun und wir arbeiten einen Gegenangriff aus. Los, zeigt ihn mir. Können wir weiter. Alter, wie hoch springe ich eigentlich? What the fuck? Die anderen springen aber nicht so hoch, wenn man sprintet, oder? Ja, gute Frage. Gut, dass ihr eure Stärke wiedererlangt habt. Er kommt jetzt reingerannt. Bewusstlos und ich fürchtete bereits das Schlimmste. Aber Schüler der Hongmun-Schule sind zäh, wie ich. Wer kennt ihr die Hongmun-Schule? Ich war einst Meister Hongs Schüler. Mein Name ist Do-Chun. Sonnenblitz auf Tab, was macht denn das? Vor einigen Nächten sah ich einen Feuersturm über dem himmlischen Heiligtum. Ich fuhr hin, um zu helfen. Doch ich kam zu spät. Ich sah die Verwüstung. Leichen im Meer treiben. Was ist in der Hongmun-Schule passiert? Eine Frau namens Jin Tso-Yun hat die Schüler getötet, nicht die Schule. Jin Tso-Yun? Meister Hong hat sie ein oder zweimal erwähnt. Was hat sie zu dieser abscheulichen Tat getrieben? Ja. Wie konnte sie in die Schule eindringen? Ein Schüler, Lu Song, verriet uns. Himmel, Lu Song? Ich bin ihm nur einmal begegnet. Er hatte etwas Unheimliches an sich. Sag mir, konnte Meister Hong vergessen, deine Anmeldebelohnung einzusammeln, ne? Mhm. Meister Hong wurde getötet. Das zu hören betrübt mich sehr.
Doch meine erste Sorge gilt der Sicherheit des Dorfes. Aber bei der Anmeldebelohnung finde ich tatsächlich gut, dass das nicht abhängig ist, wie oft du dich anmeldest, sondern wie lange du spielst. Vielleicht kann ich etwas über Jin Soo-yun in Erfahrung bringen. Könnt ihr so lange helfen, das Dorf zu verteidigen? Werde helfen, das Dorf zu beschützen. Das freut mich. Ich spüre großes Potenzial in euch. Unter Kriegern nennen wir Personen wie euch Jian. Geht und macht der Hongmun-Schule Ehre, Jian. Hey, Level 6. Jetzt wieder rausrennen. Ich feuer irgendwelche Randoms an. Danke für eure Hilfe zuvor. Tut mir leid, dass ich unhöflich war. Ihr seid schon in Ordnung. Der Hauptmann traut euch, das reicht mir. Eine Ehre, mit euch kämpfen zu dürfen. Von dem kleinen Meister kann ich das nicht behaupten. Wer ist der kleine Meister? Oh, ich meinte Dodan, den Sohn des Hauptmanns. Der sich für einen Helden hält, aber nur ein verantwortungsloses Kind ist. Irgendwie ist Dodan nie da, wenn die schwarze Ramme angreift. Kann man diese Infodinger irgendwie ausstellen? Und es kann ein Zufall sein, dass uns genau dann immer die Munition ausgeht. Ihr wirkt ruhig und verschlossen. Könnt ihr ein Geheimnis bewahren? Er ist zwar der Hauptmannssohn, aber er verhält sich verdächtig. Könnte Dodan der Spion sein? Ich weiß es nicht. Sagt es keinem, aber ich bin ihm gefolgt. Er verließ seinen Posten und ging zur Küste. Er und sein Kumpan schlichen herum, als fürchteten sie beobachtet zu werden. Dann kam ein Schiff der schwarzen Ramme. Ich lief zurück und warnte alle. Dodan lief sicher zum Lager der schwarzen Ramme. Wo ist dieses Lager? Die schwarze Ramme muss sich ganz in der Nähe verstecken. Sicher trägt einer der Küstensoldaten eine Karte bei sich. Wenn ihr Dodan findet, sagt ihm nichts von dem, was ich euch gerade gesagt habe. Du hast auch diese scheiß Hinweisdinger mitten auf dem Bildschirm, wa? Ja, Moment. Einstellungen, Spiel, Hinweise. Zeit für Hinweise festlegen, alle Haken raus. Da habe ich gar keine drin. Spielzeitbenachrichtigung, ja, das kann man anlassen. Alarmeinstellungen, Spielspitzenzeit, Quest wird zurückgesetzt raus, Spielereignis raus. Oder ist das überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja später. Kurzinfos, alle raus, Alter. Also ich bin zwar Benutzeroberfläche. Ah, okay. Okay, die Kurzinfo für Ausrüstungsvergleich, den kann man drin lassen. Ja, keine Ahnung, ist ja egal. Ich renne jetzt zu dem Kreis da. Ja, ich komme mit. Aber man springt wirklich hoch, ey. So hoch bin ich mit meiner Koneko nicht gesprungen. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß nicht mehr, wie hoch ich mit meiner Xenovia gesprungen bin. Was müssen wir machen? Ach ja, eine Karte. Oh, One-Shot. Hätte aber nichts für uns. Der hat's aber. Zumindest für mich. Für mich nicht. Obwohl doch, du hast ja aufgesammelt, so hab ich's ja auch. Ah, okay. Jetzt gehen wir da hinten hinrennen. Mach 76 Schaden mit einem Schuss. 95. 72. 86. Eine Bombe. Was kann ich damit machen? Ah, die kann ich werfen. Sinnvoll. Hast du schon einen Tab-Dings gegen den Gegner eingesetzt? Ja, ich hatte gerade eingesetzt, aber nicht richtig benutzt. Alter, einfach mal ein bisschen durch die Gegend drehen und Rechtsklick spammen. Jojo, das ist nicht ganz so schwer. Was ist denn der blaue von uns, der Fokus? Ist die Energie aufgebraucht? Ja, brauchen wir später für 3 und 4. Ja, für 3 und 4 ZX brauchen wir die später. Ah, okay, mit einem Schuss kannst du sogar 2 töten, wenn die nebeneinander stehen. Anscheinend. Ja, in dem Bereich sind wir jetzt nicht mehr zusammen. Ja.
Vielleicht habe ich zu schnell F gedrückt, egal. Er fand eine Karte zu einem Versteck und wollte dem Piraten selbst eine Lektion erteilen. Jetzt ist er in einem Käfig gefangen. Ich wollte den kleinen Meister gerade selbst retten gehen. Aber jetzt könnt ihr die Führung übernehmen. Jojo. Dodans Käfig ist von Neulingen der schwarzen Ramme umstellt. Lasst euch nicht davon täuschen. Es sind harte Kerle. Seht euch vor. Feuert die Kanone. Ah, hier. Erstmal Gefängnistür öffnen. Ich bin Dodan, wer sonst? Ihr kommt wie geplant. Ich wusste, Sol-Jun würde mir jemanden schicken. Er ist ein Fan von mir. Macht euch bereit, gleich geht's los. Richtig gehört. Ihr habt die Ehre, Teil meines grandiosen Plans zu sein. Da drüben seht ihr das Flaggschiff der schwarzen Ramme. Ich habe gehört, es ist voller Munition und Sprengstoff. Das ist mein Plan. Wir jagen es mit der Kanone in die Luft. Das gibt ein feines Freudenfeuer für uns. Ihr könnt jetzt gehen. Ich habe volles Vertrauen in euch. Als Gegenleistung für eure Hilfe dürft ihr auch die Kanone zünden. Endlich habe ich die schwarze Ramme erledigt. Ihr Glückspilz seid beim explosiven Finale dabei. Er ist ja überhaupt nicht hochnäsig, der Typ. Mit den Knaller! Irre! Ah, gut. Das erste Mal Windwandel. Nehmt das, ihr Schurken! Seht nur, wie sie abhauen, die Feiglinge! Wow, Guan war richtig wütend. Wo ist er überhaupt? Er ist Guan. Ihr kennt Guan nicht? Stimmt, ihr kommt ja vom Berg oder so. Er ist der Chef der schwarzen Ramme hier. Ziemlich harter Kerl. Wirklich? Gut, dass er bei der Explosion verletzt wurde. Er ist stark wie ein Knurrochse. Wenn wir ihn wiedersehen, wird er verrückt vor Wut sein. Verstehe. Wir müssen uns auf den Gegenschlag vorbereiten. Windwandeln wir zurück, bevor Guan uns einholt. Das ist Windwandeln. Gut, dass ihr ein Genie wie mich an eurer Seite habt. Windwandelt, um im Nu an einen bestimmten Ort zu gelangen. Drückt M, um die Karte zu öffnen. Dann seht ihr eine Markierung. Klickt darauf und haltet euch gut fest. Alles klar. M, Markierung, Rechtsklick. Linksklick. Man sollte auch zuhören, was der sagt, ne? Ja, das wäre sinnvoll. Ah, da bist du. Oh. Ihr habt Meister Dodan gerade verpasst. Sein Vater Hauptmann Dodan ließ ihn rufen. Ja. Ihr solltet zu ihnen gehen. Mein erstes Mal Windwandeln war so grauenvoll, dass ich eine Woche lang krank im Bett lag und noch heute Albträume habe. Ja, geht das. Nun, das war, weil euer Windwandeln so kurz war. Ja, es war ja praktisch einen Steinwurf entfernt. Ich musste meilenweit von der Wächterküste aus zurückkehren. Nach der Reise ging es mir schlechter als nach dem letzten Erntefest, als ich mit Dodan um die Wette Reiswein trank. Verstehe. Ja, ja, verschont mich mit der Lektion. Merkt euch aber, ihr müsst einen Ort mindestens einmal zu Fuß aufsuchen, bevor ihr dorthin windwandeln könnt. Ihr werdet es schon lernen. Geht jetzt zu Hauptmann Dochuns Haus. Lasst die Meister nicht warten. Nehmt den linken Weg. Er führt euch direkt zu Hauptmann Dochuns Haus. Nehmt den linken Weg. Ei, ei. Schon komisch, ne? Du bist Stufe 6 mit 283 HP, ich bin Stufe 6 mit 2184 HP. Das fällt nicht auf, nein. Muss so. Alles in Ordnung? Ich hörte, ihr hattet mit Kapitän Guan zu tun.
Ich entschuldige mich für meinen Sohn. Ich habe Späher der Wache losgeschickt, um nach Jin Soo-yun und ihren Handlangern Ausschau zu halten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie finden. Ich weiß, es ist hart für euch, Meister und Schule verloren zu haben. Bitte, fühlt euch in diesem Dorf wie zu Hause. In dem Durcheinander konnte ich euch noch gar nicht meine Familie vorstellen. Meinen Sohn Dodan kennt ihr bereits. Vor längerer Zeit habe ich auch eine Tochter adoptiert, Nam Soyo. Sie war es, die euch im Haus der Heilung versorgt hat. Sie müsste jede Minute hier sein. Video. Ja. Also, was ist los so? Hä? So in etwa? Hey, du! Mit Stufe 6 schälst du schon eine V-Attacke frei, aber irgendwie ist die V bei mir noch gelockt. Okay. Ihr seid zurück. Ah, mit Kuhn E kann man jetzt ausweichen. Ihr seid unversehrt. Wundervoll. Ich hörte bereits, was ihr und Dodan mit Guan angestellt habt. Wie mutig. War doch nicht. Ihr seid viel zu bescheiden. Alle reden über euch. Die dankbaren Dorfbewohner haben sogar ein Geschenk für euch. Es ist ein Bagua-Fragment. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Bitte nehmt es von uns an. Was ist ein Bagua? Ihr kennt keine Baguas? Die Baguas. Gut. Ich weiß. Ich hatte Angst, ihr hättet bereits ein besseres. Ich vergesse das immer wieder. Sie wirken auf alles Mögliche. Stärke, Verteidigung, Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie genau. Wir vergessen das ganz aber einfach. Sie helfen beim Training und den Kämpfen. Ja, wie benutze ich das Bagua? Baguas landen in eurem Inventar. Nein. Drückt Steuerung und B, um den Bagua-Reiter zu öffnen. Zieht dann das Bagua und legt es in dem Feld für die Baguas ab. Oder aktiviert es mit einem Rechtsklick. Einfach, oder? Ja, einfach. Sehen wir mal, wie euer neues Bagua aussieht. Hey, CTRL-B. Einfach Doppelklick drauf, ja. Perfekt. Wenn wir schon drei so Taschen kriegen, dann will ich auch direkt mein Inventar erweitern. Wir hätten mehr vorbereiten sollen. Aber es wurde so viel gestohlen. Tut mir leid, dass wir kein Bagua mit demselben Namen fanden. Denselben Namen? Warum? Baguas funktionieren am besten in Gruppen von 3, 5 oder 8 Fragmenten. Dann sind sie viel effektiver. Baguas funktionieren nur, wenn man Kleidung trägt. Die Wachen fanden das heraus. Ich fragte nicht nach. Ich werde daran denken. Ich hoffe, es hilft euch. Bestimmt sind alle begeistert, euch mit unserem Bagua zu sehen. Fühlt euch hier wie zu Hause. Habt ihr den Bürgermeister schon kennengelernt? Er hat bereits nach euch gefragt. Ihr solltet euch bei ihm vorstellen. Er ist sehr freundlich. Hey, Level 9. Krass. Weg des Bogenläufers. Wollen wir danach kurz dem... Also, ich bin kommt jetzt dann auch gleich, da kriegst du den Brief. Wollen wir den zuerst machen, oder... Und ja, machen wir gleich. Einen Moment. Ihr müsst die Person sein, über die alle reden. Ja, kein Stress. Wunderbar. Ich glaub, mit dem ihr habt die Kanone auf die schwarze Rama abgefeuert. Schön, euch kennenzulernen. Ich hörte, ihr wollt eine Weile bei uns bleiben. Fühlt euch bitte wie zu Hause. Für den Wiederaufbau nach dem Überfall könnten wir jemanden wie euch brauchen. Bitte helft den Dorfbewohnern. Ah, Quack Chill fragte nach euch. Er kann nicht aufstehen. Daher bittet er euch, ihn im Haus der Heilung zu treffen. Wer ist Quatschi? Das wusstet ihr nicht? Er sprach dauernd von euch. Geht zu ihm, wenn ihr Zeit habt. Danke für eure Hilfe. Sehr schön. Nur, geht jetzt. Wenn ihr zu den wahren Hongmun-Schülern gehört. Ja, ich lese mir den Brief gleich durch. So, als erstes gucken wir mal. Genau, erstmal erweitern. Acht, okay. Nehmen wir mal die Quest an. Ein Nebenmissionchen. Ja, aber die lese ich jetzt nicht vor. Die redet nämlich nicht. Die redet auch nicht. Egal, so. Sammelt Perlen von den Muscheln an der Bambusküste. Da drückt die J-Taste, um das... Aber wie war das nochmal? J? Ah ja, Brief lesen. Ah, das ist eine Tutorial-Quest.
an den Hochstapler, der vorgibt, von der Hongmon-Schule zu sein. Lügner, alle Schüler der Hongmon wurden beim Angriff Lin Soo-yuns getötet. Ich fordere euch heraus, mich beim verlassenen Brunnen zu treffen. Dort werden wir sehen, ob ihr wirklich einer, keine Ahnung, was da steht, einer von Meister Hongs Schülern seid. Ja, ja, annehmen. An den Hochstapler. Lügner, ich fordere euch heraus, mich im verlassenen Brunnen zu treffen. PS, sobald ihr meinen Unterschlupf betretet, gibt es kein Zurück mehr. Ich würde sagen, wir machen erst die Nebenquests hier unten und dann gehen wir hoch. Aber dann müssen wir ja eh nach ewig Dämmer hoch, oder nicht? Die Hauptquest ist da beim Haus der Heilung. Ja, die ist hier unten, aber für den Brunnen müssen wir nach oben, ins nächste Gebiet sozusagen. Deswegen würde ich erstmal hier fertig machen, bevor wir zu den Hongmon. Oder wie meintest du das? Oder wolltest du die gelbe Quest machen? Ja, die wäre direkt hier. Ah, okay. Ich dachte, du wolltest jetzt die Hongmon-Quest machen. Nee. Der arme Quack Chill ruft schon den ganzen Tag nach euch. Danke, dass ihr kommt. Wer ist das? Er ist hinter euch. Ihr brachte die nach dem Angriff zu mir. Er bestand darauf, euch persönlich dafür zu danken. So er wird länger nicht aufstehen können. Vielleicht wird er sich nie ganz erholen. Bitte geht zu ihm. Diese miesen schwarzen Rammen. Seht nur. Ich danke euch. Helft mir bitte hoch, damit ich mich vor euch verbeugen kann. Ihr müsst im Bett bleiben. Ich hab's echt versucht. Ich ahnte, so schnell ich konnte. Aber sie erwischten mich. Ich wollte ein Held sein. Tut mir leid, dass es so viele nicht zurückgeschafft haben. Konzentriert euch auf eure Genesung. Ich bin bald wieder fit. Es ist nur ein Kratzer. Bald kämpfe ich wieder. Ihr werdet sehen. Der arme Quack Chill kann vielleicht nie mehr gehen. Er halluziniert bereits den ganzen Tag lang. Es schmerzt mich, ihn so zu sehen. Seit die schwarze Ramme seine Schwester tötete, ist er härter zu sich selbst als je zuvor. Er gibt sich die Schuld. Mit dem richtigen Heilmittel könnte ich helfen, aber die schwarze Ramme hat unsere Vorräte geplündert. Wenn ich das Hilfsmittel nicht rechtzeitig bekomme, werden seine Knochen schief zusammenwachsen. Ich brauche Hilfe. Ich werde das Hilfsmittel besorgen. Ihr seid zu großzügig. Geht zum Bambusstand. Ich brauche Extrakt von Sandschneckenmuscheljungen. Vielen Dank. Bringt es mir und ich erledige den Rest. Aber seid bitte vorsichtig. Wir können ihn retten. Immer wieder runter zum Strand. Und? Können wir einmal ganz kurz hier oben kurz hinrennen, wenn du nämlich die eine extra Quest machst. Quest aussuchen, dann kannst du nämlich hier eine Suppe abgeben. Dann kriegst du auch. Hast du die eine schon mal fertig, die eine Nebenquest? Ja, die habe ich schon abgegeben. Achso, hast du schon, okay. Hey, wir dürfen Schnecken töten. Eins. Zählt sowieso für uns beide. Out of range, ich nehme mal hier den Plünderer mit. Fertig. Na komm, pack deinen Bogen weg, danke. Aber wirklich, der Bogen ist größer als meine komplette Figur. Ausgezeichnet. Das ist mehr als genug. Erinnere nur an mein Schwert vom Beschützer. Damit kann ich Guak Chil behandeln. Unglaublich, wie gesund ihr aussieht. Als euch Do-Chun brachte, dachte ich, ihr überlebt keine Stunde mehr. Ich sehe, ihr tragt den Namen der Hongmun-Schule zurecht. Oh, der Hauptmann war da. Er möchte euch sehen. Der Hauptmann war da, er möchte mich sehen. Ach ja, meine Anmeldebelohnungen. Wir spielen schon wieder eine Stunde. Nein, nicht auf
Hab nachher auf Windows-Taste drücken. Ein Schatzbeutel. Ah, den kann man öffnen. Hm? Material für Aufwertung von Handwerk, Material für Aufwertung von Handwerk, Material für Aufwertung von Handwerk. Ey. Ich hatte damals schon keine Ahnung, wie das Handwerk funktioniert. Er drückt mich immer. Mann. Schießt du immer, oder was? Ja, ich drücke immer Rechtsklick. Erstmal im Haus 2 drücken. Ah, Gian, da seid ihr ja. Seid ihr unterwegs zufällig Dodan begegnet? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe eine Botschaft für den Bürgermeister, der in den Norden nach Ewigdämmer aufgebrochen ist. Wieder einen Brief erhalten. Dodan sollte sie überbringen, aber er ist verschwunden. Ich werde die Nachricht überbringen. Seid ihr sicher? Ewigdämmer ist gefährlich für die, die es nicht kennen. Und ihr seid gerade erst von euren Verletzungen genesen. Ah, das war hier direkt. Grundschule verfügen, wie gesagt, über große Energie. Das war ja hier direkt. Ich denke, ihr kommt in Ewigdämmer schon zurück. Ja, ja. Ihr solltet gleich aufbrechen. Ewigdämmer liegt direkt vor dem Dorf. Sucht dort den Bürgermeister. Egal, wie gefährlich ist es, ich werde ihn finden. Eure Entschlossenheit gefällt mir. Unter Kriegern werden Jans, die Großes geleistet haben, Jansei genannt. Ich sehe hier wohl gerade einen Jan zum Jansei werden. Sucht Gong Samson und unseren Vorposten in Ewigdämmer. Er weiß vielleicht, wo der Bürgermeister ist. Brief lesen. Ruf der Verfeindeten, ja. Hält ein wahrer Krieger, die Verfeindeten-Fraktion fordern euch zum Dienst auf. Besucht die Vertreter der Fraktion, begebt euch in die Schlacht. Die Frage, wem treten wir bei? Erstmal rede ich eh mit beiden, oder? Ja, die... Den halt, da siehst du nur kurz dann mit der Bevölkerung. Ich glaube, wir gehen. Ich bin sonst immer in der Kamin. Genau. Der Roten, und die ist halt dicht bevölkert. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Blauen, ne? In den Koelin-Orden, oder? Ja, in den weniger bevölkerten. Ja. Ich meine, Koelin-Orden. Koelin-Orden. Ja, die Uniform. Muss man, sieht zwar gut aus, aber muss man nicht unbedingt anziehen, sonst wirst du direkt von den anderen geforst. Aber hm. Ja, die sieht aber richtig. Die sieht wirklich heiß aus an der. Oder warte, ich hab da noch was Besseres. Ich solle dir meinen vollsten Respekt. Erstmal wieder die alte Uniform anziehen. Ja, wir kriegen ja noch. Ja, so, wie war das jetzt nochmal? Moment, Garderobe war F3, genau. In der Garderobe F3 kann ich die Klamotten reinziehen. So. Da stören sie nämlich wenigstens nicht. Ja, das stimmt. Dann nehmen sie keinen Platz im Inventar. Richtig. Gut, dann laufen wir jetzt noch, würde ich sagen, zu Ewigdämmern und dann können wir die Folge auch schon wieder beenden. Schon wieder. Ja, schon wieder 30 Minuten rum. Oh je. Ich bin gegen die Decke gesprungen. Wir kommen, wir werden ewig brauchen. Ja, ich glaube, das wird eins der längsten Projekte hier auf dem Kanal. Ja, und eins mit der schnellsten, wenn wir jetzt jeden Tag 25 Stunden spielen. Ja. Kann ich mehr sprinten? Ja, auch nicht. Ah, oh, jetzt kann ich wieder. Bin schon wieder da oben. Du bist auch schon wieder dagegen gesprungen. Nee, aber du. Oh, jetzt rennen wir noch zu dem Lilanen, würde ich sagen, und dann. Gut. Ja, ich habe gerade ein Ladescreen. So, du hast noch ein Ladescreen. Ich renn schon mal in den Brunnen rein. Jojo. Ich werde gerade verfolgt, aber die können mich ja eh nicht töten. Ich hab viel zu viel Leben. Minimal. So, 200-300 mehr als ich.
gut, die Leute hier töten, die bringt ja auch nicht wirklich viel mit 10 EP. Ja, ich bin auch da dran vorbeigerannt einfach. Ja, ich habe mal 20 EP mitgenommen, aber lohnt sich nicht. Weil dass wir jetzt schon fast Level 10 sind, ey, krass. So laufe ich eigentlich den Weg runter, wenn ich hier runter gleiten kann. Ja, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder mal gefallen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.